Heyo! Kurotoki wieder am Start. Also Leute, Dragon Ball Legends hatte gerade ein Update. Ich selber habe es noch nicht einmal gedownloadet, bin schon sehr gehypt und schauen wir mal, was alles Neues dazu gekommen ist. Also wie ihr sehen könnt, muss ich erstmal downloaden überhaupt. Okay, logischerweise habe ich das jetzt natürlich geskippt, weil warum sollte ich es überhaupt zeigen? Würde einfach nur zu lange dauern. Okay, neuen Login-Bonus haben wir auch. Passt, also wir sehen schon mal hier beim Login-Bonus, werden wir schon mal das erste Ticket bekommen können. Schauen wir mal, was für ein Event wir bekommen werden, damit wir das zweite Ticket bekommen können. Okay, bevor ich mir überhaupt irgendetwas anschauen werde, erster kommt Download All, ich will nicht gespoilert werden, egal um was es geht. Deshalb, ich schaue mir jetzt wirklich nichts an, einfach Leute. Oha, 153 Megabyte, let's go. Okay Leute, Download All ist auch fertig und let's go, ich bin so gehypt. Schauen wir mal, was alles dazu gekommen ist. Bin echt gespannt. Diesmal gehe ich gleich als erstes zum Summon rüber, weil ich mal sehen will, was wir alles da bekommen haben. Ohne dass ich die News geschaut habe, kein Witz jetzt. Okay. Ah, okay, ist es jetzt einfach. Ja, ich denke mal schon jetzt einfach. Das haben sie einfach erneuert. Ach so, okay, das ist auf jeden Fall für das Guaranteed Sparking Ticket, was man für 8,99 reinholen kann. Ich bin jetzt gespannt, ich will mal die Werte sehen von den zwei Chars. Auf 3 Sterne sind die ja. Oha. 147.000 Strike Attack. Übertreib. Critical auch ziemlich hoch. Nice. Auf die Charaktere allgemein werde ich jetzt eh nicht eingehen, weil das tue ich ja eh nie eigentlich. Oh, aber ich muss schon sagen, Gohan hat schon krasse Werte auf jeden Fall. Wie schaut es mit einem 3-Sterne Bojack aus? Über 80k Defense spricht mich schon mal sehr gut an. Und Strike Attack auch schon über 127.000. Alter, das wird. Also ich muss schon sagen, boah. Die Werte von den neuen nicht schlecht. Okay, also ich muss schon sagen, von den Werten her, die neuen, zwei neuen Charaktere haben, boah, nicht schlecht. Dann, was haben wir hier? Ah, okay, wir kriegen also jedes Mal schon mal 30 Seelen von irgendeinem beliebigen Charakter von den Vieren, wenn wir ein Multisummon machen. Interessant auf jeden Fall. Also, wenn man Glück hat, kann man sogar, wenn man viermal geschafft wurde, trotzdem einen neuen Charakter bekommen, sozusagen. Aber er würde halt auf 0 Sterne sein, mehr nicht. Lineage of Evil. Dieses Mal. Ein garantierter Sparking ist bei jedem Multisummon dabei, aber es hat keine Beschränkung. Bedeutet, man kann es so oft machen, wie man will. Hier hat sich nichts geändert und ja, das ist dann eh alles, was wir bekommen haben. Was mich halt ein bisschen stört, ja, ich denke mal, hier muss man jetzt eh nicht unbedingt pullen, weil Golden Freezer ist nicht dabei, Full Power Freezer ist nicht dabei. Also, da, man sollte sich wirklich überlegen, ob man hier pullen will. Das Einzige, was hier gut ist, sind halt, ja. Ist der Final Form cooler, Metall cooler, aber ganz ehrlich, ich denke nicht, dass man hier investieren sollte, auf keinen Fall. Okay, Multisummons und so weiter haben wir jetzt geschaut, was es alles Neues gibt. Gehen wir jetzt mal zu den Events, würde ich sagen. Also, von den Events her, bei der Story hat sich nichts geändert und bei den Upgrades auch nicht, aber hier zum Beispiel, auf der Liste hier, haben wir jetzt ein Bojack-Event plus Legends Road Saiyaman-Event zurückbekommen. Okay, dann würde ich mal sagen, anhand der News schauen wir mal, was wir alles jetzt wirklich komplett neu dazu bekommen haben. Bei Summons haben wir schon geschaut, da müssen wir jetzt nicht nochmal reinschauen, aber fangen wir mal mit dem an, weil das klingt ziemlich interessant. Okay, also allgemein, das Interface hier wurde geändert, schaut eigentlich, ja, ziemlich interessant aus. Autoselect. Okay, also sowas gibt es jetzt auch, Autoselect, dass einem direkt die Teams vorgeschlagen werden. Okay. Soul Boost schaut wieder neues, aber ist im Endeffekt, glaube ich, eh das gleiche. Alter, wie viele neue Sachen wir filtern können, ist ja der Hammer. Perfekt, und hier können wir die Text sogar die. Oh mein Gott, was ist denn das für ein Update? Schaut euch das an. Hammer einfach, und endlich können wir mal zum Beispiel etwas wählen, wenn wir bei den Abenteuern wieder irgendeinen Tag brauchen. Einfach hier, Tag Saiyajin. Okay, und zack, alles gefiltert. Hammer. Meine Fresse, warum habt ihr so lange damit gewartet? Wir wollen das schon so lange, aber endlich ist es da, Mann. Endlich. Übertrieben geil einfach. Nichts mehr Bullshit, so mit so ein Ad-Zeichen und dann keine Ahnung, Female Warrior oder was weiß ich was. Einfach nur ein Tag wählen. Danke, danke, endlich. So lange haben wir darauf gewartet. Hammer einfach, ne? Und allgemein haben sie es ziemlich geil gemacht. Also Hero Extreme Sparking schaut auch schon so geil aus. Nicht mehr einfach so Standard Hero Extreme Sparking, sondern also allein in den Farben wird es uns gezeigt. Meine Fresse, ich finde das gerade so geil. Und hier erklären sie sogar, was man alles noch machen kann. Status kann man sogar suchen. Nach dem Status her kann man sogar suchen. Oha, Alter, was sie alles gemacht haben. Übertreib. Okay, das mit dem Interface haben wir jetzt geschaut und schauen wir, was es noch gibt. Main Story geht weiter.
Summons wurden improved. Ja, improved Summon Screen. Weiter. Das haben wir uns gerade angeschaut. Preset Party, das habe ich auch schon angeschaut, das passt schon. Und. Okay, perfekt. Das wollten wir doch alle. Es wurde ja gezeigt, dass man es kaufen kann, aber wie es aussieht, kann man es direkt auch mit den seltenen Medaillen auch holen. Ich schaue nochmal schnell selber nochmal drauf. Ich bin jetzt gespannt, wie viele kann man davon kaufen. Sofort einfach. Oha, ja, seltene Medaillen. Jawohl, Alter, ich gönne mir direkt beide. No joke, ich gönne mir direkt beide. Warte mal, Slot Remover. Okay, muss ich mir genauer nochmal anschauen. Aber die beiden. Okay, ich weiß gar. Nein, ich warte noch, weil ich bin mir gerade nicht sicher, was mit Slot Remover gemeint ist. Aber egal, seltene Medaillen werden wir eh so viel wie möglich schon bekommen. Ist kein Problem. Weil wir haben schon so oft gesagt, dass wir einfach viel mehr Teamslots brauchen, weil es langsam schon zu viel wird einfach. Dass man schon so viele Teams bauen kann und einfach zu wenig Platz dafür hat. Okay, dann schauen wir jetzt mal weiter. Das haben wir jetzt auch. Also Upgraden, Verkaufen, Awakening, Archivfunktion und so weiter wurde auch alles kombiniert. Alter, wie sie sich sogar zitieren. Seht ihr das? If this piece of equipment would be perfect if it weren't for this one slot. Wie oft haben wir schon gesagt, das wäre das perfekte Equipment, wäre nicht dieser letzte Punkt so scheiße oder so. Und jetzt kann man es einfach ändern. Jetzt kann man es einfach zurücksetzen oder was? Oha, wie geil. Und ach so, Slot Remover, dafür ist es. You can remove abilities in the following ways. Mit Kristallen kann man es auch entfernen. Das ist ja interessant gemacht. Okay, entweder mit dem Item oder mit CC. Ha, interessant auf jeden Fall. Ob man wirklich CC investieren sollte für Equipment, ich würde eher noch dazu abraten. Wenn, sollte man sich einfach vieles von diesem Equipment da zusammensparen. Also das Konzept hat es schon in anderen Spielen auch gegeben und sie haben das eigentlich echt schön übernommen, also mit eigenem Flair, sage ich jetzt mal, weil sie nicht eins zu eins so wie bei den anderen Spielen. Alter, das ist ja der Hammer, also muss man nicht mehr 10.000 Equipments einfach versuchen zu farmen, sondern wenn man eh schon ein Equipment hat, wo die ersten zwei Slots der Hammer sind, einfach ein paar Mal fürs dritte rerollen und easy game. Stell dich mal vor, wie viele Z-Equipments man damit machen könnte. Aber wie ich gerade gesehen habe, das Slot-Removal-Item kann man ja nur bis jetzt nur dreimal kaufen. Und das kostet jetzt schon 5.000 seltene Medaillen, was schon krass ist. Aber Alter, wie geil eigentlich. Oh mein Gott, endlich. Leute, no joke, man kann sagen, was man will. Dragon Ball Legends geht in eine fucking geile Richtung. Man kann sagen, was man will, aber die gehen gerade so übertrieben in eine geile Richtung, ganz ehrlich. Okay, und hier haben wir das Legends Road Saiyaman. Okay, man kann wieder Bonus-Medaillen sammeln, so wie immer. Und zwar mit welchem Tag? Schauen wir mal. Ah, okay, das sind die Charaktere. Achso, ich habe Tag gesagt, ich meinte Charaktere. Die neuen Charaktere sind auch schon dabei, wie wir sehen können. Full Power Bojack, Super Saiyan 1, der sich in den Super Saiyan 2 Gohan verwandeln kann. Und sonst, ja, kann man hier wieder, wie man sehen kann, die Equipments auch mitnehmen. Hat sich auch nicht viel geändert. Und es wurde ein Platinum-Coin hinzugefügt. Okay, was kann ich mit dem Platinum-Coin bitte kaufen? Das würde mich jetzt interessieren. Aber gehen wir mal Stück für Stück weiter. Login-Bonus haben wir jetzt schon angeschaut, gleich am Anfang, deshalb gehe ich da nicht drauf ein. Okay, hier geht es dann weiter mit einer neuen PvP-Season, logischerweise. Und hier haben wir ein neues Item. Blast Attack, Defense und Strike Attack, wenn ein grüner oder ein GT-Charakter dabei ist. Und das ist extra für einen roten Charakter. Ja, auf jeden Fall interessant für Charaktere wie Rildo oder für den neuen Goku, kann man auch sagen. Und sonst im Großen und Ganzen hat sich, wie es aussieht, eh nichts geändert. Es bleibt eigentlich alles noch beim gleichen. CC, seltene Medaille, Master Pack 1 und 2 Tickets. Und ja, das war es eigentlich im Großen und Ganzen. Also PvP-Season bleibt noch gleich. Okay, dann sind wir jetzt hier bei dem neuen Event von Bojack, was gekommen ist. Ja, logischerweise haben sie es wieder getrennt, dass wir nicht direkt von 1 auf 50 pushen können. Ja, ist halt immer so. Und diese Items bekommen wir noch. Master Pack 1 Summon Tickets, ein garantierter Sparking, Master Pack 2 und 30%ige Tickets. Plus, hier haben wir nochmal ein neues Equipment. Boah, Schlagangriff. Beim dritten Slot geht es bis zu 20%. Spezialangriff 12,5% und Blast Defense. Da haben wir noch eins extra für Hybrid. Also extra für den neuen Gohan, kann man schon fast sagen. Schlagangriff für jeden Hybrid-Charakter. Strike Defense, Blast Defense. Eigentlich auch geil. Schöne Defense dabei. Schöner Schlagangriff dabei. Hammer. Okay, also mehr gibt es eigentlich nicht. Also wieder ein ganz normales Battle, wo es von 1 bis 50 geht. Und welches natürlich getrennt ist, damit wir nicht alles auf einmal machen können. So machen sie es eh schon in letzter Zeit immer. Also ist nichts Neues für uns, ganz ehrlich. Ah, okay, hier noch einmal. Extra in den News dargeschrieben, dass wir durch Spezialmissionen auch diesen Slot Remover bekommen können. Also noch ein Grund mehr, warum man keine CCs eigentlich benutzen sollte. Und hier Platinum. Ach so, okay, hier Platinum Coin. Bekommen Platinum Coin und du kannst für diese Items wechseln. Slot Remover, Master Pack 1 garantierter, 3
30%ige und einmal das neue Trainings-Item. Ja, um ehrlich zu sein, glaube ich, hier wäre Slot Remover schon am besten, oder? Oder was glaubt ihr so? Ja, okay, ich meine, für Leute, die eh keinen Wert auf Equipments legen, wäre auf jeden Fall vielleicht das Trainings-Item oder sogar die Tickets besser. Das, also, was würdet ihr denken? Also, ich will mal wissen, was eure Meinung dazu ist. Für mich, ich lege einen sehr großen Wert auf Equipments, also würde ich sagen, Slot Remover wäre hier das Beste in meinen Augen. Aber was würdet ihr sagen? Und hier können wir nochmal sehen, maximal 3 Platinum Coins können wir auf einmal tragen. Deshalb sollte man nicht zu viel ansparen auf jeden Fall. Okay, zu den CC Sales werde ich jetzt eh noch nicht sagen. Summon für Lineage of Evil sind wir auch schon durchgegangen. Und das garantierte Sparking Paket ist natürlich auch wieder dabei. Ist eh immer so bei den UST. Ist einfach nur der Hammer. Und zu den 2 neuen Charakteren, die rausgekommen sind, ja, werde ich jetzt auch noch nicht viel sagen. Also im Großen und Ganzen wäre es mit dem Update eh noch gewesen. Was ich noch kurz zeigen wollte, natürlich nicht vergessen. Wir haben es zwar gelesen, aber es euch noch einmal bildlich darzustellen. Hier vom Bojack Event bekommen wir wieder 1000 CC, wenn wir das letzte Battle, also Battle 50 schaffen. Und hier sind die speziellen Missionen, wo wir 3 Item Slot Remover nochmal bekommen können. Also das wäre es dann wirklich mit dem Event gewesen. Und Leute, Alter! Und Leute, ich muss schon sagen, was für ein geiles Update. Ich bin schon noch gespannt, wie sie das alles nochmal toppen wollen, weil ich denke, dass das nächste große Update zu Black Friday kommen wird. Hoffe ich natürlich, wissen kann ich es nicht. Aber dann würde es mich interessieren, falls ihr gepullt habt, wen habt ihr bekommen und ja, was würdet ihr sagen? Geiles Update oder geht's noch besser? Dann, von meiner Seite aus war es jetzt wirklich, Leute, euch noch viel Spaß mit dem Update und hoffe, wir sehen uns beim heutigen Stream oder beim nächsten YouTube-Video wieder. Also Leute, und ciao!